Er soll es nun also richten. 3 Jahre nach dem arabischen Frühling und dem Sturz von Langzeitmachthaber Mubarak ist es jetzt an Abdel Fattah al-Sisi, endlich wieder Stabilität nach Ägypten zu bringen. Mit al-Sisi legt, wie so oft in der Geschichte des Landes, ein Mann aus dem Militär den Amtseid ab. In den nächsten 4 Jahren, so hat er versprochen, will er Ägypten stabilisieren, den Tourismus ankurbeln und die Energiekrise bekämpfen. Fast 97% hatten bei der Wahl Ende Mai für al-Sisi gestimmt. Die Hälfte der Ägypter blieb der Wahl allerdings fern. Für viele ist er dennoch ein Hoffnungsträger. Der neue Präsident braucht jetzt unsere Unterstützung. Das Chaos muss endlich ein Ende haben. 3 Jahre sind genug. Doch nicht alle stehen hinter al-Sisi. Die Muslimbrüder, die den Sturz von Amtsvorgänger Mursi noch immer nicht verwunden haben, hatten zum Wahlboykott aufgerufen. Das Land zu einen wird wohl die schwierigste Aufgabe des neuen Präsidenten sein.